die Wirtschaft bewegt. Und das auch auf zwei Rädern. Beim Grazer Cityradeln haben rund 30 Unternehmerinnen und Unternehmer gemeinsam mit WKO Steiermark-Präsident Josef Herg voller Körpereinsatz kräftig in die Pedale getreten. Nach den zahlreichen Läufen im Rahmen der Kampagne eine neue Herausforderung, der sich das Team natürlich gestellt hat. Ja, ich bin voll einsatzbereit, habe trainiert die letzten paar Wochen und Monate, also bin voll drauf. Sehr kampfbereit. Aber man will was für die Gesundheit machen und damit auch wieder beginnen ein bisschen mit Sport. Und das ist ein optimaler Anlass, wieder damit zu beginnen. Ja, die zentrale Aussage ist einfach, Wirtschaft bewegt, ist ein Lebenszugang, ein Lifestyle-Faktor, wenn ich das so sagen darf. Ja, es ist einfach eine super Aktion. Man soll also die Leute dazu bringen, sich zu bewegen, Rad zu fahren. Und die Wirtschaft macht eine tolle Sache, also fantastisch. Das, glaube ich, das macht die Steiermark aus, dass wir tolle Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die auch bereit sind, wirklich einen Einsatz zu geben. Darauf können wir stolz sein. Die Leistungen der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer sind erstaunlich. Täglich zeigen sie Verantwortung und Einsatzbereitschaft und stärken damit die heimische Wirtschaft. Mit diesen Eigenschaften bewegt man eben so einiges. Auch im Radsport. Körperliche Leistung regt das Gehirn an. Es ist eine Voraussetzung für wirtschaftliche Leistung. Für mich ist es ganz wichtig, immer wieder Sport in der Freizeit zu machen, weil ich sehr viel im Büro sitze. Und wenn ich rauskomme und im Wald oder sonst wo unterwegs bin, komme ich dort auch wieder auf neue Ideen, weil ich einfach gewisse Dinge einmal ausschalten und wegschalten kann. Wenn ich also körperlich fit bin und gut beisammen bin, dann kann ich ganz andere Wirtschaftsleistungen bringen. Und auch überhaupt die Bewegung ist ein Riesenwirtschaftsfaktor. Es braucht den Teamgeist und auch die Bereitschaft, um Einsatz zu geben, auch sportlich so quasi aktiv zu sein, und dann können wir gemeinsam erfolgreich sein. Ich glaube, als Unternehmer bewegt man ständig etwas. Einerseits sich selbst, indem man sich bewegt, das ist einmal die wichtigste Sache, und dann natürlich, indem man Initiativen ergreift und mit der Wirtschaftskammer zusammen neue Initiativen setzt. Das, glaube ich, das macht die Steiermark aus, dass wir tolle Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die auch bereit sind, wirklich einen Einsatz zu geben. Das betrifft alle Bereiche, und wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen, die sportlichen, wenn man das so sagen kann, auch passen, damit unsere Athleten auf beiden Seiten auch gute Leistung bringen können. Für die heimische Wirtschaft gilt: Leistung bringt Erfolg. Und mit Erfolg ist das Team der WKO Steiermark dann auch durchs Ziel gesprintet. Herausforderung mit Bravour gemeistert. Auf ein neues! Wirtschaft bewegt!